Die UN-Naturschutzkonvention beschäftigt sich mit drei großen Zielen, dem Schutz der Natur, mit der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und einem gerechten Vorteilsausgleich. Und 196 Staaten haben dieses Abkommen unterschrieben. Und alle zwei Jahre findet dann die Vertragsstaatenkonferenz statt, wo neue Beschlüsse gefasst werden und sich alle Staaten auf neue Wege verständigen. Also gerade diese ganzen internationalen Konventionen, der internationale Naturschutz ist ein Teil, ein Thema, was mich halt total interessiert, weil Naturschutz oder Natur generell ja keine Ländergrenzen kennt. Das heißt, es ist einfach was total relevant ist. Und zum anderen finde ich, dass gerade da so viele Themen auch zusammenkommen. Also im Kern geht es halt immer noch um Naturschutz, aber gleichzeitig beschäftigt man sich dann auf einmal mit Fragen, mit politischen Fragen, mit ökonomischen Fragen, weil gerade auf globaler Ebene dann auf einmal alles zusammenkommt und ganz andere Interessen ja auch noch mit eine Rolle spielen. Von daher hat mich das total interessiert, wie das funktioniert und auch wie das vor Ort dann aussieht, wenn so viele Staaten zusammenkommen, wenn viele Staaten zusammen verhandeln. Wie sieht das in der Praxis einfach aus? Zum einen, dass ich dabei sein durfte auf der Konferenz, weil man ja auch nicht alle Tage auf einer UN-Konferenz daran teilnimmt. Das auf jeden Fall zum einen. Und zum anderen vor Ort einfach zu sehen, wie die Verhandlungen überhaupt stattfinden, wie sieht eine UN-Konferenz vor Ort überhaupt aus. Und dieses Ausmaß zu sehen, die riesigen Plenarsäle zu sehen, zu hören, auf welcher diplomatischen Sprache sich die Staaten dann unterhalten und diese Statements im großen Plenarsaal über die Mikrofone abgeben. Und auf jeden Fall auch die Menschen, die mit mir vor Ort waren. Also zum einen das Team der Jugend, was wir hatten. Wir waren über 30 junge Menschen aus aller Welt und auch viele andere Leute, die ich auf der Konferenz kennengelernt habe. Das, was mich am meisten überrascht hat, war, dass es tatsächlich einfach sehr menschlich war. Das sind zum einen die ganzen Menschen, mit denen man gesprochen hat, aber auch zum anderen, als es mal in diesen großen Plenarsälen war, dass auch teilweise die Delegierten vor Ort doch wieder ein bisschen den Faden verloren haben, nicht genau wussten, bei welchem Agendapunkt wir eigentlich genau sind, dann doch nochmal den Paragraphen vorgelesen haben wollten. Und dann, also einfach das zu beobachten, das war eigentlich ganz schön. Ich glaube, mein Studium hat mir auf zweierlei Weise geholfen, auf einer menschlichen Art und Weise, wenn man das so sagen kann, einfach weil es ja auch ein internationaler Studiengang ist. Und ich auch ganz viele Kommilitonen aus aller Welt habe. Das ist sicherlich eine Sache, die mir geholfen hat. Und zum anderen das Inhaltliche. Also weil ich in meinem Studium viel aus anderen Fachbereichen auch lerne, aus der Ökonomie, aus den Sozialwissenschaften. Und gerade, auch wenn es im Kern um das Thema Naturschutz geht, ja ganz viele andere Sachen noch eine Rolle spielen. Also ökonomische Fragen, gesellschaftliche Fragen. Weil jedes andere Land ja auch in einer anderen Situation und in einer anderen Position letztlich ist. Denke ich schon, dass mir mein Studium genau da auch geholfen hat.